mal Flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hey Leute, ihr glaubt nicht, wo ich gerade stehe. In 3000 Metern Höhe und unter mir der Gletscher. Guckt mal. Krass, ne? Hallo, seht ihr mich noch? Hier bin ich. Mach mal einen Pfeil. Heftig, ne? Wie riesig der ist. Voll cool. Und darum geht's heute. Um Gletscher. Gletscher sind riesige Eismassen, die sich aus dem Gebirge ins Tal wälzen. Sie können mehrere Kilometer lang sein und ihr Eis hunderte Meter dick. Gletscher sehen nicht nur toll aus, sie sind auch super wichtig für unseren Planeten. Ihre Eismassen haben über Jahrhunderte unsere Landschaft geformt. Ohne Gletscher gäbe es viele unserer Täler und Seen nicht. Gletscher sind außerdem riesige Süßwasserspeicher und auch so eine Art Fieberthermometer unseres Planeten. Weil, wenn die Gletscher schmelzen, zeigt uns das, dass es auf unserem Planeten dauerhaft zu warm ist. Dann besteht sogar die Gefahr, dass sie eines Tages ganz verschwinden. Und das wäre nicht so gut. Ich check heute, warum das so ist und warum die Gletscher so wichtig sind. Dafür erforsche ich einen Gletscher in 3000 Metern Höhe, schaue mir das Gletschereis mal ganz genau an und ich seile mich in eine tiefe Gletscherspalte ab. Oh Gott! Also, Steigeisen anschnallen und los geht's. Hier kommt der Gletschercheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie formen Gletscher die Landschaft? Warum schmelzen die Gletscher? Und wie entstehen Gletscherspalten? Das check ich für euch. Ich will heute ins Hochgebirge, genauer gesagt auf den Theodulgletscher in der Schweiz. Damit ich auch mitten ins Gletschereis komme, muss ich gleich mit dem Helikopter fliegen. Oh Mann. Das ist mein Bergführer, Andi. Und das ist unser Pilot, Jan. Also wir fliegen jetzt direkt auf den Gletscher. Jawohl, auf den Gletscher, wir landen auf dem Eis. Wichtig ist dann eben, dass ihr nah am Helikopter bleibt, bis ich wieder weg bin. Auf keinen Fall eben nach oben hochlaufen, weil dann eben, wenn es ansteigendes Gelände ist auf dem Eis, kommt man dem Rotor also sehr nah, das wäre gefährlich. Also wow. Man muss also nah am Helikopter bleiben, bis der Helikopter wieder weg ist. Okay, klar, weil sonst... Bist du ungefähr. Hast du das eigentlich schon mal gemacht? Bist du schon mal mit so einem Teil geflogen? Ja, klar. Ja? Schon. Wie ist es so? Dann wirst du gleich erfahren. Ja, vielen Dank auch. Ja, muss ich Schiss haben oder nicht? Nein, nein. Der hat leicht reden. Ich bin noch nie Helikopter geflogen. Krass, wir eben ab. Und los geht's. Das Ding kann über 270 km/h schnell fliegen. Wir schrauben uns heute hoch auf 3000 Meter. Für unseren Heli aber kein Problem. Der schafft auch über 6000 Meter. So, bleibt ihr mit dem Gletscher? Ah, da unten, ne? Genau. Das, was da weiß anfängt, das ist alles Gletscher, ja? Das ist weiß, ja. Krass. Guckt mal, wie toll das aussieht. Das Eis ist im Sommer durch Steine und Staub stellenweise ganz grau gefärbt. Jetzt siehst du vorne einen schönen Gletscherspalten hier. Wo? Vorne halt, die ganzen Risse da, ja. Gletscherspalten. Wie faltige Haut sieht das aus? Und guckt mal, von nah kann man noch besser sehen, wie tief die Spalten ins Eis gehen. Und wo sollen wir da bitte landen? Wo gehen wir denn jetzt hin? Wieso musst du mich jetzt anseilen? Weil es sicherer ist. Aha. Wo willst du jetzt hin? Hier über den schmalen Grat. Da willst du drüber laufen? Ja, klar. Also da rutscht man doch runter. Nein, nein. Das hast du Steigeisen an. Damit ich sicher stehe, aber doch nicht, damit ich über so ein schmales Pfädchen da laufe. Andreas! Auf der Straße läuft noch auch auf einem halben Meter. So, gehen wir. Mach die Leine ab jetzt. So, die guck, so wird es aussehen. Ah! Soll ich jetzt da hinkommen? Einen großen Schritt. Siehst du. Boah. Ey, Leute, das geht richtig runter hier, ne?
Und wenn ich jetzt falle, dann zieht es dich doch mit runter. Nein, dann halte ich dich da. Ach so, weil du der Muskelmann bist. Ja, das ist das Seil. Nein, aber du stürzt ja nicht wirklich. Ich habe dich so eng, dass ich spüre, was du machst. Okay. Und sobald du schon nur ein bisschen das Gleichgewicht verlierst, kann ich dich direkt halten dann. Weißt du? Boah, geschafft! Geschafft! Oh. Andi und ich wollen den Gletscher runter bis zu seinem Ende wandern, bis das Eis aufhört. Wahnsinn. Guckt mal, das sieht aus wie eine Wüste aus Eis. Wie weit wir kommen, seht ihr gleich. Und jetzt eine Frage an euch. Alter, ist das kalt hier. Was ist eine Moräne? A. Ein aalartiger Fisch. B. Geröll, das der Gletscher ins Tal trägt. Oder C. Das untere Ende eines Gletschers. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's den Gletscher runter. Was für eine Aussicht. Das sind alles Gletscher, oder was? Ja, genau. Das da drüben auch? Ja. Siehst du eben schön, wo der Gletscher anfängt, wirklich zu oberst an den Berggipfeln. Ja. Wo halt das Nährgebiet des Gletschers ist, also alles, was weiß ist, da liegt das ganze Jahr Schnee, das ist das Nährgebiet eben. Da wächst er noch und nach unten, wo es wirklich so gräulich wird, das ist so nachher eben das Zehrgebiet. Also Nährgebiet, da wächst der Gletscher ganz oben eigentlich. Ja. Zehrgebiet, da läuft er dann aus und wächst nicht mehr nach, sondern schmilzt wahrscheinlich. Genau. Und so entstehen Gletscher. Hoch oben in den Bergen ist es so kalt, dass es auch im Sommer schneit. Der Schnee bleibt liegen und darauf landet immer neuer Schnee. Die oberen Schneemassen pressen die unteren zusammen und die verwandeln sich dadurch in so eine Art Schneeeis oder Firn. Noch mehr Schnee fällt oben drauf und der Firn wird noch fester zusammengepresst und wird zu Eis. Irgendwann ist die Eisschicht so schwer, dass sie ins Tal fließt. Auch wenn man das nicht sieht, kann der Gletscher sich bis zu mehrere Meter pro Tag nach unten bewegen. Unten ist es wärmer und das Eis schmilzt. Oben fällt neuer Schnee und wird wieder zu Eis. Unten im Zehrgebiet zehrt also die Wärme den Gletscher auf. Oben im Nährgebiet ernährt er sich von neuem Schnee. Und so bewegt er sich quasi dann da diesen, ja, diesen Berg runter. Ja, das ganze Tal hier so runter. Und dann hier unten siehst du nachher dann eben schön die Gletscherzunge. Eine Zunge. Das Ende des Gletschers halt. Also sieht wirklich auch ein bisschen wie eine Zunge aus. Da hört einfach der Gletscher halt auf. Also ist die Gletscherzunge von unserem Gletscher das da unten? Ja, vor dem See. Ja. Und noch unter dem Geröll ist auch noch Gletscher. Okay. Ist nicht nur das Weiße, ist wirklich unter den Blöcken und dem Geröll. Da ist noch Eis. Ja. Okay, krass. Und das ist dann auch das Gletschertor, wo sich halt also wirklich wie ein Tor bildet. Ist eine schöne, wie eine Eishöhle. Und da fließt dann eben das Wasser, das im Gletscher schmilzt, eben raus. Guckt mal, so sieht das Tor von unten aus. Da fließt das Schmelzwasser des Gletschers raus. Unter dem ganzen Geröll ist tatsächlich Eis. Aus der Nähe kann man das besser erkennen. Die Felsen und Steine, die der Gletscher mit ins Tal schleift, nennt man Moränen. Das Geröll, das sich an der Seite ablagert, heißt Seitenmoräne. Treffen zwei Gletscher aufeinander, entsteht eine Mittelmoräne. Krass, was das Eis für eine Kraft hat, wenn es ins Tal fließt. Und was diese Kraft mit der Landschaft anstellt, darum geht's jetzt. Checkerfrage: Wie formen Gletscher die Landschaft? Auf der Erde gibt es immer wieder Zeiten, in denen es hunderttausende Jahre lang eiskalt ist. Die letzte Eiszeit in Europa begann vor etwa 110.000 Jahren und endete vor knapp 12.000 Jahren. Damals lagen riesige Gebiete unter gigantischen Eisblöcken. Richtige Riesengletscher waren das. Zum Beispiel hier in den Alpen und hier in Nordeuropa. So einen Riesengletscher könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Die fließen im Schneckentempo runter ins Tal. Die riesigen Eismassen haben so ein Gewicht, dass sie ganze Felsspitzen abschleifen können. Und sie schieben unfassbare Mengen an Geröll vor sich her. Immer runter ins Tal und türmen die da zu ganzen Hügeln auf. So, wenn der Gletscher dann zurückgeht, bleiben diese Hügel trotzdem bestehen. Wissenschaftler nennen die übrigens Endmoräne. Die können mehrere hundert Meter hoch werden und die kann man auch heute noch sehen. Zum Beispiel im Voralpenland. Da sind die aber natürlich mittlerweile längst bewachsen. Nach dem Ende der Eiszeit ging der Riesengletscher zurück. Das Gletschereis hatte über Jahrtausende so viel Gestein mitgeschleppt und abgetragen,
dass ganze Gebirgstäler entstanden. Und in manchen Furchen und Vertiefungen sammelte sich Wasser. Viele Seen gäbe es ohne den riesigen Gletscher der Eiszeit überhaupt nicht. In der Eiszeit schoben riesige Gletscher gewaltige Gesteinsmassen vor sich her. Als das Eis schmolz, blieben Hügel, Täler und Seen übrig. Gecheckt. Rund 5000 Gletscher gibt es in den Alpen, 200.000 auf der ganzen Welt. Doch seit einiger Zeit schmelzen sie sehr stark ab. Sehr gut beobachten kann man das an einem Gletscher, den ich mir jetzt genauer ansehe. Dem Rhônegletscher in der Schweiz. Das hier ist Yogi. Yogi ist Klimaforscher am Paul-Scherrer-Institut und weiß super viel über Gletscher und über deren Verschwinden. Sag mal, das Wasser da, kommt das alles vom Gletscher? Ja, das ist das Schmelzwasser, was hier vom Gletscher abfließt. Und im Übrigen, den See, den gibt es erst seit 10 Jahren. Vor 100 Jahren noch ist der Gletscher hier über die Kante gelaufen, wo wir jetzt gerade stehen. Echt jetzt? Und seit kurzem hat sich hier der See geformt, weil eben die Felsstufe da war und auch dieser Bach ist. Sozusagen recht jung in dem Sinn. Ne? Aber wenn hier überall noch Eis war vor 100 Jahren, wie weit ging denn der Gletscher dann runter? Der ist hier über die Kante geflossen, fast bis zu den Bäumen, die du unten siehst. Also fast ganz runter bis ins Tal. Heftig. Ja. Zum Vergleich. So sah der Gletscher vor über 100 Jahren aus. Und heute? So. Aber warum ist das passiert? Checkerfrage an Yogi. Warum schmelzen die Gletscher? Also prinzipiell sind die Gletscher wie ein Thermometer. Die reagieren ganz sensibel darauf, wie warm es ist auf unserer Erde. Und so sind die Gletscher jetzt über die Jahrtausende und lange Zeiten immer wieder mal gewachsen und dann wieder geschrumpft. Das ist ein Prozess, der ist immer passiert. Es wird mal wärmer, mal kälter. Und was wir jetzt gerade erleben, dass die Gletscher ganz schnell zurückgehen und dass sich unser Klima insgesamt sehr schnell erwärmt, ist, weil der Mensch das Klima verändert, die Klimaerwärmung. Wie passiert diese Klimaerwärmung? Ganz einfach ausgedrückt sind es hauptsächlich die Abgase, die wir produzieren, indem wir Öl verbrennen, Benzin, alles benutzen mit unseren Autos, mit den Fabriken. Diese Abgase steigen in die Luft und es ist wie so ein, es bildet so eine Art Gewächshaus. Aha. Das Sonnenlicht fällt rein und dadurch, dass aber mehr von diesen Abgasen in der Luft sind, kann das Sonnenlicht nicht mehr so gut wieder ins All zurückgehen, ja, sondern bleibt in der Erde gefangen. Und dadurch erhitzt die Erde mehr. Das ist sozusagen dieses Gewächshaus, oder man nennt es auch Treibhauseffekt eben. Nicht nur Autos und Fabriken, sondern auch Flugzeuge und sogar die vielen Kühe durch ihre Pupse geben Gase in die Luft ab, die hoch oben über der Erde so eine Art Kuppel bilden. Eines dieser Gase nennt man CO2. Durch die Gaskuppel kommen Sonnenstrahlen auf die Erde und wärmen sie auf. Die Wärme der Erde strahlt nach oben, kommt da aber nicht mehr durch die Gaskuppel hindurch. Die Wärme bleibt in der Kuppel gefangen und heizt den gesamten Planeten auf. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, aber in den letzten Jahren immer schneller. Durch die Klimaerwärmung bleibt oben auf dem Gletscher immer weniger Schnee liegen und es bildet sich weniger Eis. Unten schmilzt immer mehr Eis weg und so verschwinden die Gletscher nach und nach ganz. In weniger als 100 Jahren könnte es gar keine Gletscher mehr in den Alpen geben. Was passiert, wenn alle Gletscher auf der Welt schmelzen, check ich jetzt. Die größten Gletscher der Welt liegen nicht bei uns in den Alpen, sondern zum Beispiel hier in der Antarktis oder hier in Grönland. Wenn diese Gletscher verschwinden, haben wir auf der Erde ein echtes Problem, weil dann steigt der Meeresspiegel so sehr an, dass ganze Städte überschwemmt werden. Stellt euch mal vor, der Eisblock hier ist unser Gletscher. Das ist wie eine Art gigantischer, gefrorener Wasserspeicher. Normalerweise schmilzt er ganz langsam ab und fließt dann ganz gemächlich in unser Meer hier. So, da drin habe ich jetzt die gleiche Menge Wasser, die wir vorhin in unserem Gletscher hatten. Nur eben nicht mehr als Eis. Was glaubt ihr, passiert mit unserer Insel, wenn ich das jetzt alles auf einmal in unser Meer da kippe? Probieren wir es mal aus. Guckt mal hin. Boah, ja, Insel komplett überschwemmt. Schmelzen also die Gletscher durch die Klimaerwärmung zu schnell ab, gibt es krasse Überschwemmungen, auf die sich die Menschen nicht schnell genug vorbereiten können. Durch den Treibhauseffekt erwärmt sich die Erde. Auf den Gletschern bildet sich oben weniger Eis, als unten wegschmilzt. Die Gletscher verschwinden. Gecheckt. Weiter geht's, rauf auf den Rhônegletscher.
Ganz schön dreckig hier das Eis. Und ich brauche mal neue Steigeisen. Oben sägt das Team vom Paul-Scherrer-Institut Proben aus dem Eis. Ich frag mal, warum. So, jetzt erklär mir mal, warum ihr hier irgendwie so Vierecke ins Eis sägt. Heute wollen wir uns die Oberfläche vom Gletscher anschauen. Aha. Und verstehen, wie die verschiedene Farbe und die Ablagerungen auf der Oberfläche das Schmelzen vom Gletscher beeinflussen eigentlich. Ja? Aber was kann denn die Oberfläche oder die Farbe der Oberfläche mit dem Schmelzen zu tun haben? Ich meine, es ist nicht ganz weiß, okay, aber... Es ist so, wie wenn du eine schwarze Jacke anhast, in der schwitzt du auch ganz viel, weil die Sonne, das wird absorbiert, das Licht und die Energie. Und insofern hat der Gletscher jetzt sozusagen das dunklere Kleid an und nimmt mehr Energie auf, er wird wärmer und schmilzt dadurch schneller. Okay. Aber was ist das schwarze Zeug denn hier alles? Ein Großteil wird wahrscheinlich Staub sein aus der Umgebung, der mit dem Wind kommt. Ein großer Teil wird wahrscheinlich auch Ruß sein, der aus Fabriken und von unseren Autos kommt und durch die Luft hierher getragen wird, abschneit oder abregnet. Und es sammelt sich dann einfach. Okay. Und dadurch, dass der Gletscher das auf seiner Oberfläche hat und dunkler wird, erhitzt die Sonne quasi den Gletscher mehr und er schmilzt dann dadurch logischerweise schneller. Genau. Ja. So, ich nehme jetzt auch eine Probe mit der Killersäge hier. Ja, na gut, ist eine Mini-Elektrosäge. Hat aber auch einen Sinn, denn wenn die mit Benzinmotor laufen würde, könnten ihre Abgase unsere Probe verfälschen. Ich hämmer uns mal ein schönes Viereck aus dem Eis. Wahrscheinlich mehrere Stücke. Ja, aber wir nehmen jetzt mal, was wir haben. Aber du machst es jetzt echt mit so Handschuhen, damit du keinerlei Veränderungen an der Probe vornimmst. Deshalb ist es auch gut, dass das Ding gerade nicht in die Probe reingerutscht ist. Hör mal ganz fest zu. Meine erste Gletscherprobe sollte, glaube ich, ein Stück sein. Irgendwie ein großes Viereck. Aber geht, glaube ich, auch. Im Labor schmelzen die Wissenschaftler meine Eisprobe. Im Wasser sind die ganzen Stoffe von der Eisoberfläche gelöst. Spezialmaschinen analysieren, welche Stoffe dazu beitragen, dass der Gletscher schneller schmilzt. Die Forscher untersuchen aber nicht nur Eis von der Oberfläche, sondern sie bohren tief ins Gletschereis rein. So wie hier, auf 4600 Metern Höhe. Mehrere hundert Meter tief können sie bohren und holen dabei Eis hoch, das teilweise Jahrtausende alt ist. Um das Alter des Eises zu bestimmen, haben die Forscher einen genialen Trick. Staub, der mit Regen, Schnee, Wind und so auf den Gletscher raufkommt, ist im Eis sichtbar. Im Sommer landet aber mehr Staub auf dem Gletscher als im Winter. Und so können die Forscher einfach zurückzählen. Ein Ring mit mehr Staub ist ein Sommer, 10 solche Ringe sind dann 10 Sommer, also 10 Jahre. Wenn die Forscher wissen, wie alt das Eis ist, können sie zum Beispiel berechnen, wie viel Dreck und Ruß und Staub vor 500 Jahren im Eis waren und wie viel vor 100 Jahren und ob es mehr geworden ist. Auch wie viel CO2 im Eis ist, kann man bestimmen und wie viel mehr es in den letzten Jahren geworden ist. Und sie können sehen, wie warm oder kalt es auf der Erde vor Tausenden von Jahren war, also lange bevor die Menschen das Thermometer erfunden haben. Das hilft ihnen zum Beispiel dabei zu berechnen, in welchem Tempo sich unsere Erde erwärmt. Genial, oder? So. Jetzt bin ich wieder mit Andi auf dem Theodul-Gletscher. Ich will es ja schaffen, den ganzen Gletscher bis zum Ende hinunterzusteigen. Das Problem dabei, es wird immer steiler und die Gletscher spalten immer tiefer. Heftig. Ey, da geht's aber richtig rein. Ja, gute 15 Meter und weiter links geht sie sicher noch tiefer, gute 20 Meter. Krass. Aber woher kommen diese Riesengräben im Eis? Checkerfrage. Wie entstehen Gletscherspalten? Unterm Gletscher wird dann eine Kuppe sein, also ein Geländeübergang. Und da muss halt der Gletscher sich dem Gelände anpassen. Und dadurch wird dann halt durch die Schwerkraft halt auch wird er nach unten gezogen und dann über den Übergang muss er oben auf der Kante aufreißen, damit er weiter fließen kann. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Wenn der Gletscher über eine Kuppe fließt, kann sich das Eis nicht so schnell anpassen und bricht an der Oberfläche auf. Andi meint, er könnte mich da runter abseilen und mich dabei von oben sichern. Oh Mann. Oh, soll ich das echt machen, Leute? Ja, aber er hat gesagt, er passt auf. Meinst du nicht, das macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß? Oh, komm, lass mich doch da runter jetzt bitte. Ha? Komm, sag ja. Okay, super. Okay. Dann mach ich's. Jetzt doch noch was. Gut. Solche Eisschrauben werden auch beim Eisklettern verwendet. Sie können mehrere hundert Kilo Gewicht locker halten. Sagt zumindest Andi. Hoffentlich. Gut.
gucken wir mal, wie tief das da runter geht. Oh Gott! Geschafft! Gut gemacht! Danke! Überall um mich herum Eis. Und da oben ist unser Kameramann. Wink mal! Jawohl! Da unten ist echt eine Höhle. Ja. Da geht's rein. Das gucke ich mir mal genauer an. Nur langsam. Okay. Boah, ist alles sehr brüchig hier. Da unten geht's locker noch mal 100 Meter weiter rein, aber das traue ich mich echt nicht. Vor allem guckt mal oben drüber, nur Eis. Nee, hier geht's für mich nicht weiter. Im Inneren können Gletscherhöhlen so aussehen, wie die hier im Stubaier Gletscher in Österreich. Die können sich kilometerlang durch den Gletscher ziehen. Sie entstehen zum Beispiel, wenn auf eine Gletscherspalte neuer Schnee fällt, der wieder zu Eis wird und so ein Dach bildet. Auf geht's zurück. Unter dem Schnee könnte es überall tief runtergehen. Andi kann mich nicht an der Wand hochziehen. Deswegen muss ich mich auf der anderen Seite mit den Eispickeln hocharbeiten. Und Andi kommt mir entgegen. Tobi, der Weg zurück. Entschuldigung. Und nochmal. Geschafft! Gletscherspalten entstehen, wenn die Eisdecke des Gletschers über eine Kuppe fließt und dabei aufbricht. Gecheckt. Letzte Station unserer Gletscherreise, das Gletschertor. Ich bin so platt, ich muss mich erstmal abkühlen. Ah. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist eine Moräne? A. Ein aalartiger Fisch? B. Geröll, das der Gletscher ins Tal trägt? Oder C. Das untere Ende eines Gletschers? Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Richtig ist B. Moränen sind Geröllmassen, die der Gletscher ins Tal trägt. Das kann er, weil sich das Gletschereis immerzu bewegt. Teilweise sogar mehrere Meter pro Tag. Übrigens, der aalartige Fisch heißt nicht Moräne, sondern Muräne. Na Leute, seht ihr mich? Nee, nicht da drüben. Leute, da auch nicht. Hey, hier bin ich. So, ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt mal weiter den Berg runter. Ciao. Sieht rutschig aus. Wie komme ich denn jetzt da? Wow! Alles gut, nichts passiert.